Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich euch mal eine Aktualisierung, wenn man das so sagen kann, der Lava Trap vor. Im Prinzip funktioniert diese Trap genau auf dieselbe Art. Dadurch, dass jetzt so gut wie jeder UHC Meetup bzw. UAC trappt, ist es vielen klar geworden, dass man jetzt, stellt euch vor, das ist der Gegner, wenn man jetzt diese Trap macht, dass er sich gut nicht mehr hochbauen muss, sondern eine Pick einfach aus seinem Inventar zieht, diesen Block hier freibaut und dann kann er einfach frei weglaufen. Es kennen jetzt einfach viel zu viele schon diese Trap und ich wollte euch einfach zeigen, wie diese Trap einfach viel schneller, viel simpler geht. Und eigentlich verstehe ich nicht, warum einfach die ganzen Leute diese nicht einfach jetzt schon so machen. Was mich einfach stört, ist, dass die Leute nicht checken wollen, dass diese Trap schon jeder kennt. Und ich verstehe einfach nicht, warum niemand drauf kommt, die Trap einfach unten rum zu machen, weil das einfach genau dasselbe ist. Dann könnt ihr auch einfach ganz easy die Leute einfach so trappen, dann sind sie einfach gefangen. Baut zwei Blöcke einfach oben hin, könnt einen aufbauen hier, ja gut, Game Mode 1 wieder, könnt einen aufbauen und ihn hier einfach hier auscritten. Also, das ist eigentlich sehr simpel, Leute, es ist eigentlich im Prinzip dieselbe Trap, nur einfach viel einfacher. Und ich habe tatsächlich so wenige Leute diese simple Trap einfach machen sehen. Aus dem Grund, Leute, wollte ich dieses Video immer machen. Ich meine, es ist wirklich kein neues Video, es ist einfach nur ein kleiner Tipp, so am Rande. Ich wollte einfach heute ein Video raushauen, Leute, denn vor 3 Tagen ist jetzt wieder kein Video gekommen. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein und bis zum nächsten. Ciao. Won't you roll with me? Roll with me. I've been chasing dreams, things ain't